Updates! Turbo Blaster Deko! Und damit willkommen zurück zu Splatoon 2 Online. Wir werden uns heute den Turbo Blaster Deko anschauen. Oder war es der Turbo Blaster Plus? Ich glaube, es war der Deko. Oder war es der Turbo Blaster Deko Plus? Oder der Turbo Blaster Plus Deko? Ich bin gerade relativ verwirrt, weil es so viele Waffennamen gibt, weil es so viele Turbo Blasters gibt, dass man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll. Aber das werden wir jetzt sofort rausfinden. In diesem Sinne, let's go. Ja, wieder mal ein wunderschöner Waffentest hier auf Trocken am Start, meine Fräuleins. Und ich bin mal gespannt, was die Waffe drauf hat. Ich habe jetzt gerade nicht so genau darauf geachtet, was den Waffenfetisch anbelangt im Sinne von Sekundär- und Spezialwaffe. Das werden wir jetzt, wie gesagt, sehen. Also, let's go. Für dich jetzt im Angebot Turbo Blaster Deko. Der Turbo Blaster Deko ist eine schickere Version des Basismodells. Dieses Set besteht aus Haftbomben für die Offensive und einem Tintendüser, der die Reihen des Gegners durcheinander wirbelt. Gut für den Angriff, aber auch zur Verteidigung geeignet. Das klingt doch nice. Und damit würde ich sagen, legen wir das Teil mal an und versuchen damit mal heute ein bisschen Spaß zu haben, würde ich sagen, nicht wahr? Gut, ganz kurz mal die Waffe mit dem normalen Turbo Blaster vergleichen. Wenn ich sie denn finde, wo ist sie? Na? Da ist sie. Genau. Jetzt gehen wir ganz kurz in die Lobby rein, weil, damit sich das Auswählen der Waffen ein bisschen erleichtert. Und was sehen wir? Wir sehen beim Deko gelbe Pfeile. Sieht schön aus. Hat was. Man hat quasi diesen lila Strich weggenommen. Hat darauf halt die Pfeile platziert und das halt von beiden Seiten. Ne? Das schon mal optisch. Jetzt natürlich wertemäßig das gleiche, was man auch schon vom Turbo Blaster gewohnt ist. Eine gute Reichweite, eine okaye Explosion und eine okaye Feuerrate. Okaye Feuerrate beim Turbo Blaster? Ich weiß ja nicht, aber okay. Und wir sehen, dass die Waffe schon allein von Sekundär- und Spezialwaffe so viel besser ist als beim Turbo Blaster. Also ich finde, der Deko-Verschnitt hat schon viel bessere Waffen am Start, als es beim Turbo Blaster der Fall gewesen ist. Und die Spezialwaffe verbraucht ja weniger Tinte, oder besser gesagt, man muss weniger einfärben, um an den Tintendüser ranzukommen, um ja die Gegner von der Ferne wegzuklatschen. Finde ich an sich ganz gut. Wir wählen den Turbo Blaster Deko aus und werden heute mit ihm ein wenig Spaß haben. Jawohl, let's go. Also, kommen wir direkt mal zu den Werten an sich. Wir haben ja gerade eben schon durchgesprochen, wie denn so die Reichweite, die Explosion, die Feuerrate ist. Und in diesem Kampf probieren wir das mal so ein bisschen zu erschließen, weil ich schon etwas länger nicht mehr mit dem Turbo Blaster gespielt habe. Und in diesem Sinne können wir jetzt schon mal sagen, so, ja, wenn man sich die Blaster anschaut, ist der Turbo Blaster schon von der Feuerrate her etwas schneller. Aber bei weitem nicht so schnell unterwegs wie jetzt zum Beispiel eine normale Kleckser-Waffe. Also da muss sich der Turbo Blaster ganz warm anziehen. Das ist kein Geheimnis. Ansonsten, wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen anhand der Explosion gemerkt. So schwach ist diese Attacke jetzt nicht. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass ich jedes Mal die verletzten Leute versuche wegzuklatschen. Und wenn man sich von hinten anschaut wie eine Pussy, ist ja auch ganz klar, dass du da nicht so gut treffen kannst. Dankeschön. Pennywise. Ein Killer-Clown. Ah! Ja. Also ich liebe ja dieses Geräusch, wenn man den Gegner so richtig schön mit der Turbo-Blaster-Waffe trifft. Dieses Ping, Ping, Ping. Ich liebe das. Genauso liebe ich auch das Teil. Das ist geil. Tja, nicht getroffen, Sau. LOL! Oh mein Gott, ey!
Was geht hier nur ab gerade? Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, Reichweite ist mehr als in Ordnung. Das war gerade ein One-Shot. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich kämpfe immer nur gegen verletzte Gegner. Oder schon etwas vorgedamagte Gegner. Sodass ich halt dann immer natürlich einen One-Shot-Kill mache. Aber alter Falter, ist das heftig. Schon wieder. Es ist halt heftig. Naja, und ansonsten, Explosion ist voll in Ordnung, Feuerrate ist okay. Wow. Feuerrate ist okay. Komm schon, Alter, der, als ob ich da jetzt nicht getroffen habe. Der war doch so nah an mir dran. Naja, Feuerrate ist okay. Explosion. Jetzt haben wir im letzten Gefecht gesehen gehabt. Naja. Hätte er eigentlich treffen müssen, hat er nicht getan. Und Reichweite ist dann doch ziemlich okay. Die ist auch sehr, sehr in Ordnung. Sehr, sehr sportlich. Und jetzt kommen wir gleich dann zu der Haftbombe und zum Tintenlöser und gucken mal, wie das alles hier in Kombination funktioniert. Ob das alles okay ist oder halt eben nicht. Ja, die Haftbombe, Budingos, ne? Eine sehr, 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 sehr powerful Secondary Weapon. Da sie nämlich ziemlich guten Wumms erzeugt. Und natürlich auch einen großen Radius einnimmt, weswegen auch diese Explosion so groß ist. Braucht zwar ein bisschen länger, damit sie explodiert. Und ist relativ teuer. Aber werfen kann man sie hier und da alle mal irgendwo hin. Gerade wenn man nach einer Spezialwaffe nochmal den Tintentank. Den Tintentank gefüllt hat. LOL! Macht nicht weg. Da bin ich mir auch unsicher. War das jetzt ein One-Shot oder nicht? Also war der schon vorher gedamaged oder wie sieht's aus? Weil ein anderer den ja auch wieder attackiert hat. Also kann ich das auch nicht so genau sagen. Naja, gut. Aber ansonsten. Haftbombe gefällt mir, wenn wir jetzt auch sofort mal wieder abschmeißen. Über die Menge. Werfen sie wie eine. Eine Schneise in die Menge hinein passieren. So, Tintenlöser. Arbeiten wir das auch mal ganz kurz ab, damit wir das irgendwie durch haben. Bei Waffentests zu Waffen, die ich schon getestet habe und die nur ein anderes, ja, Sekundär- und Spezialwaffen-Preset haben, kann man halt nicht so genau drüber talken. Aber ich finde, dass nicht nur die Haftbombe sehr gut zur Waffe passt, sondern ich finde auch, dass der Tintenlöser ziemlich gut zur Waffe passt, weil man somit ein bisschen von der Ferne aus agieren kann. Was ich bei der Waffe lieber finde als den Nahangriff, weil du bist im Nahangriff halt sehr langsam und naja, ne? Dementsprechend ist die Waffe halt eher was für den Fernkampf. Was aber auch die Haftbombe und den Tintenlöser auch soweit supportet, unterstützt. Und mit beiden kann man von der Ferne aus ziemlich gut agieren. Boah, ich werde auch eine Sau. Na doch, mit den Waffen kann man sehr gut von der Ferne aus angreifen, attackieren und den Gegner ordentlich eine reinhauen. Also quasi Turbo Blaster an sich ist schon ziemlich range-lastig,
Huffbombe ist nah- und range-lastig und auch der Tintendüser nah- und fern-lastig. Finde ich gut. Dementsprechend finde ich auch, dass das Preset und auch, dass die Waffe generell ziemlich viel daher macht. Auch natürlich gut ist es, dass man, wie gesagt, gerade bei 180 Punkte dafür braucht, wollte man sagt, hey, Tintendüser ist fertig. So, lasst uns ihn benutzen, ja. Und mit 11.500 Münzen ist die Waffe auch eigentlich ziemlich okay. Ich denke, ich mache aber noch einen Kampf, um die Waffe nochmal so ein bisschen zu zeigen und dann ist auch Feierabend. Ansonsten, wie ist eure Meinung zu dieser Waffe? Findet ihr den Turbo Blaster Deko besser als den normalen Turbo Blaster oder denkt ihr, dass der normale Standard Turbo Blaster besser ist? Ich habe ja meine Meinung schon festgemacht, bevor ich überhaupt die Waffe getestet habe. Und zwar schon beim Waffenscreen. Da habe ich schon direkt gesagt, hey, so, was hatte noch? Jetzt weiß ich natürlich nicht so genau, was der Turbo Blaster normalerweise hatte. Ich glaube, der hatte im Angebot. Dieser Aufspürer. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Dieser Tinten. Tintenmine war es, glaube ich, ne? Kann sein. Die spiele ich ja nicht so gerne. Dementsprechend spiele ich ja auch mit der Huffbombe umso lieber. Man hier sehen kann, so, also wie oft ich hier die Huffbombe schon schmeiße. Das ist schon echt ein neuer Rekord, würde ich sagen. Und ja, Dex Bomber versus Tintendüser, da würde ich also sogar schon fast sagen, da ist der Tintendüser schon mindestens genauso gut wie der Dex Bombenhagel. Problem an dem Klecksbomber ist, dass die ein bisschen teuer ist. 210 Punkte braucht man, um freizuspielen. Das sind, ja, das ist schon nicht wenig. Dementsprechend kann ich zu all den Leuten sagen, die lieber so einen Fernkampf-Würsten spielen. Gerne zu dem Turbo Blaster Deko greifen können. Weil ich die Waffe für den Fernkampf viel geeigneter halte als den normalen Turbo Blaster. Ne? Die Waffe ist eher für den Nahkampf gedacht. Ja, und ansonsten, ja. Naja. Aber okay. Ja, ich finde den Turbo Blaster Deko ganz gut. Macht's gut. Haut rein. Ciao.